Ja, hallo liebe Leute, der Dominik hier. Ich mache für den Marc heute mal einen kleinen Guide zu meinem Main Deck, dem UR Delver. Und zwar die Version komplett UR, also Izzet, mit Pyros. Grundidee von dem Deck ist eigentlich wie bei jedem Delver Deck, Thread legen, Thread beschützen und reite ihn zum Sieg. Farben sind halt wie UR oder Izzet schon sagt, blau-rot. Rot halt hauptsächlich für die Kreaturen und die Burn-Spells. Blau halt für Counter, Cantrip, bisschen Shenanigans im Sideboard und ein bisschen Shenanigans im Mainboard. Kommen wir mal ganz basic zu den Ländern. Da haben wir zum einen 3 Volcanic Island. In der Liste dann 2 Mountain, 2 Inseln, 4 Scalding Tarn und dann noch 4 beliebige Fetchländer, wobei die Fetchländer, die sind eigentlich gesetzt. Die sind so, ja, kann man gucken, was man will. Ich habe jetzt zum Beispiel das Vista drin, weil ich 4 normale Basic Lands drin habe und da kann man die eigentlich sehr gut reintun und dann wird das Ganze noch abgerundet mit 4 Wastelands. Gibt auch Listen, die spielen nur 3, ich spiele lieber 4. Kommt von meinen Zeiten vom Pox auch noch, ich mag die Dinger. Das ist jetzt eigentlich so die Grundbasis von den Ländern. So, nach den Ländern kommen wir dann ganz einfach mal zu den roten Spells, die tatsächlich nicht so viele sind, zumindest die Spells. Der klassische Lightning Bolt, 4-mal und hier drin 2 Chain Lightning. Die sind eigentlich festgesetzt. Manchmal gibt es da auch nur 4 Lightning Bolts und das war's. Die 2 Chain Lightning können variieren als andere Karte, Forked Bolt, Magmatic Sinkhole, manche spielen auch nur einen Chain Lightning, manche 3. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das Deck gestalten will. Wenn man mehr Burn drin haben will, packt man mehr Burn rein. Wenn man mehr Cantrip drin haben will, packt man mehr Cantrip drin rein. Ihr werdet gleich auch noch bei den Kreaturen sehen, dass das auch noch einen Sinn dabei hat, wie man das Deck spielt und je nachdem, wie viel Burn man da drin hat. Aber an sich sind das so die 6 Burn-Spells, die in so einem Deck zu finden sind. So, nach den Burn-Spells haben wir unsere Counter-Magic. Die ist ein bisschen umfangreicher. Blackie zeigt schon, ist ein wenig mehr umfangreicher. Haben wir einmal die gute Force of Will als 4-mal drin. Dazu noch ein Force of Negation. 4 Days. Und in der Liste dann noch 2 Spell-Peers. Die Force of Negation spielen manche nur komplett im Side, manche spielen sie Main, das ist auch wieder so eine Sache, wie man das mag. Die 4 Days und die 4 Force of Will sind eigentlich festgesetzt. Bei den beiden kann man auch noch variieren zwischen einer Anzahl von Spell Pierce und Spell Snare, das ist immer so eine Sache, wie man Platz hat, wie man Lust hat, wie die Meta ist. Wenn viel Chalice rumläuft, ist die Spell Snare manchmal ein bisschen besser. Wenn Death and Texas rumläuft, ist die Spell Snare definitiv besser. Das muss man dann halt sehen, wie man in die Meta reinläuft und je nachdem, gegen welche Decks man sich wappnet. Force of Negation ist halt relativ neuer Spell. Der ist halt auch schön, weil einfach 3 Mana kannst du auch im Gegnerzug einfach mal so casten in dem Deck. 3 Mana ist jetzt nicht so das Problem, ist, was die Mana-Curve angeht, von dem, was man hart casten will, aber die Obergrenze. Ja, das war es jetzt so grob zu der Counter-Magic. Brauchen wir da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ist eigentlich so der Basic-Kram, den man so von Blau kennt. So, nach Burn und Counter-Magic kommen wir jetzt mal zum Cantrippen. Und das ist eine ganze Menge. Da haben wir hier einfach mal 4 Brainstorm, 4 Ponder, bisschen mehr Staffeln, und 3 Preordain. Hier ist auch wieder so eine Sache, 4 Brainstorm, 4 Ponder sind eigentlich gesetzt. Die Preordain schwanken so in der Anzahl zwischen 1 und, ja, die ganz krassen fahren 4. Ich fahre jetzt hier in der Liste 3 drin, weil ich die Card Selection haben will, die Handkarten einfach ein bisschen sortieren will, den Delver upsetten will und bei der ganzen Sache halt einfach gucken will, dass das Deck rund läuft, weil bei dem Deck helfen die Karten ganz, ganz stark dabei, in Kombination mit einer von den Kreaturen dafür zu sorgen, dass man von den Handkarten her nicht so runtergegrindet wird, weil es passiert einem ganz, ganz schnell. Du pulverst alles raus,
Dann hast du nur noch eine Handkarte und das meistens Land. Durch eine Kreatur, die gleich noch gezeigt wird, hat sich das sehr, sehr rapide geändert. Und ja, zu den Kreaturen werde ich auch am meisten sagen tatsächlich, weil die in dem Deck eigentlich am wichtigsten sind. So, dann nach den ganzen Spells und den ganzen Ländern kommen wir jetzt zum Kern der Sache. Das ist die Creature Base. Da haben wir zum einen, wie der Name schon sagt, Ur-Delver, 4 Delver of Secrets. Da ich die gealtert habe von der lieben Jasmin, lege ich euch mal den Original-Delver hin. Sollte eigentlich jeder kennen. Ein Mana 1-1er. In der Upkeep kann ich mir die oberste Karte der Bibliothek angucken. Kann die dem Gegner zeigen, wenn es ein Instance oder Sorcery ist, flippt der zu einem 3-2er Flieger. Ist eigentlich so, ja, die Aggro-Kreatur in Blau. Der reitet auch so manches Deck einfach, so manches Game einfach mal zum Sieg, weil er Turn 1 gelegt wird, Turn 2 blind flippt und danach entweder beschützt wird oder keiner eine Antwort findet. Die zweitwichtigste Kreatur in dem Deck, wie ich finde, und die Kreatur, die das Deck nochmal so richtig nach vorne gebracht hat, ist dieser gute Herr, der Dreadhawk Arcanist. Mal ein bisschen in den Fokus legen. Der ist ein 2-Mana 1-3er Trampler und wenn der angreift, also als Attacker deklärt wird, kann der eine Instant- oder Sorcery-Karte aus dem Friedhof casten, die gleich oder weniger der Stärke von ihm hat. Das heißt, du kriegst die ganzen 1er-Spells aus dem Friedhof gecastet, wenn der angreift. Ist in Kombination mit den ganzen Cantrips wie Brainstorm, Ponder, Preordain sehr, sehr krass, weil du die Hand sehr, sehr schnell reloadest, weil du aus dem Spell dann auf einmal wirklich eine Handkarte generierst und die einfach nicht nur austauschst, wie du die normal castest. Plus der ganze Burn ist halt in dem Deck dann wirklich effektiv. Lightning Bolt macht dann auf einmal anstatt 3 Schaden einfach mal 6 Schaden für einen Mana, wenn man so doof recht. Riesentier hat das Deck richtig nach vorne gebracht, als der gedruckt wurde. Der Best Buddy davon ist der kleine Mann, ist der Young Pyromancer. Den kennt eigentlich jeder im Format. 2 Mana, 2 Einser. Und der generiert ein 1-1er Elemental, immer wenn du eine Instant oder Sorcery castest. Das heißt, wenn der den aus dem Friedhof castet, kriegst du über ihn auf jeden Fall noch ein 1-1er dabei. So. Das in Kombination ist ziemlich, ziemlich stark. Was man dazu sagen muss, ich habe sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, dass alle drei zusammen viel zu overpowered sind im Match. Also du willst entweder den Dreadhawk und den Young Pyromancer haben, um Token zu generieren, um Value zu generieren und den Gegner dann mit den Token anzugreifen und totzuschlagen. Oder du willst den Arcanisten haben mit dem Delver zusammen, um Sachen zu finden, um den Delver zu beschützen und halt einen Handgarten-Vorteil zu generieren im Match. Den Delver und den Young Pyromancer zusammen funktioniert auch, allerdings nicht so gut, will man auch nicht so gern haben, weil halt, um den Pyro zu benutzen, muss man immer irgendwas casten und der zieht einem nicht im Endeffekt wie der Dreadhawk eine Handkarte, wenn man mit ihm angreift, wenn ein Cantrip im Friedhof ist, sondern generiert halt einfach nur einen 1-1er, der halt als Blocker fungieren kann, aber halt im Zweifelsfall keine Antwort auf ein Removal zum Beispiel für den Delver ist. So, und dann haben wir noch 2 andere Kreaturen drin. Das ist einmal der True Name Nemesis, einfach als Late-Game-Hitter. Ein Problemkind für viele Decks, muss man zu beantworten wissen, als 3-Mana 3-1er, der halt Schutz vor einem Spieler hat. Terminus kriegt den weg, Mass Removal kriegt den weg, aber ist halt nicht so einfach zu beantworten wie jetzt der Delver. Hat vorne dieselben Stats, fungiert auch wunderbar als Blocker. Und ja, ist im Late Game einfach auch sehr, sehr gut. Und auch eine neue Karte, also eine neue Kreatur, die in dem Deck gespielt wird, ist jetzt der Brazen Borrower, beziehungsweise als Instant der Petty Theft. So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zum einen 2-Mana Nonland Permanent Bouncer, zum anderen ein 3-Mana 3-1er Flieger mit Flash. Manko an dem ist halt, er kann nur fliegende Kreaturen blocken. Das ist wichtig bei dem Tier. Das hat auch schon Matches entschieden, wo ich gegen den gespielt habe, weswegen ich genau deswegen gewonnen habe, weil er halt limitiert im Block. Zur Anzahl von den Kreaturen, 4 Delver ist gesetzt.
Der Rest variiert so ein bisschen. Manche spielen gar keinen TrueName, manche spielen einen Sideboard, einen Main. Ich spiele jetzt zwei Main. Den Brazen spielen manche zwei Main, manchmal sieht man gar nicht. Und bei denen, beim Young und beim Dreadhaut Arcanist ist eigentlich alles vertreten zwischen 3 und 4. Das war es jetzt eigentlich so grob vom Main Deck. Wie gesagt, Strategie relativ einfach. Delver zum Sieg oder halt über Kombination von Dreadhaut Arcanist und Pyromancer mit Value-Generierung zu versuchen zu gewinnen. Oder halt im Late Game mit einem True Name irgendwie noch versuchen durchzukommen oder einem Borrower. Ja, dann gerade noch das Sideboard. So, kommen wir nach dem Main Deck zum Sideboard. Das habe ich jetzt einfach mal alphabetisch gemacht, weil ich hatte jetzt irgendwie keine Ahnung, wie ich das sortieren soll. Da haben wir einmal zweimal eine Braid drin. Zwei Mana Instant, die 3 Damage an einer Kreatur macht oder ein Artefakt ist zerstört. Benutzbar gegen Chalice, benutzbar gegen Death and Taxes. Hat halt den kleinen Malus, dass es CMC2 hat, deswegen kannst du das mit dem kann man das mit dem Arcanisten eigentlich seltenst zurückwerfen. Da müsste der vorne irgendwie ein bisschen mehr Power haben. In dem Deck so eigentlich nicht möglich, außer man spielt so Sache wie Mutagenic Growth oder so. Da kann das passieren, aber so Listen sieht man selten und das habe ich selber ausprobiert, auch nicht so stark, zumindest in der Liste. Eine andere Sache gegen unter anderem Death in Texas, die sehr gut ist, ist Blazing Volley. Ein Mana Sorcery und die schießt halt jeder gegnerischen Kreatur einen Schaden. Räumt halt auch sehr, sehr viel ab und wenn man sich überlegt, wenn man die spielt, hat einen Arcanisten liegen. Ein Flashback, die direkt über den Arcanisten oder beziehungsweise spielt sie aus dem Friedhof. Dann kriegt man für einen Mana 2 Schaden an jeder gegnerischen Kreatur, was sehr, sehr viel abräumt. So, dann haben wir nochmal was im Mainboard auch drin war, das Force of Negation. Ist halt einfach dieses fünfte, beziehungsweise in dem Fall sechste Force, einfach gegen Combo, ein bisschen gegen Control. Einfach da, wo man Counter-Magic braucht, unter anderem entweder um nicht zu verlieren oder um besser seine Kreaturen zu beschützen. Wo zum Beispiel das dritte Preordain schlecht ist, wo man Chain Lightning rauscutten kann und wo andere Dinge halt madig sind, die man dann eigentlich nicht braucht, wo man sowas reinnehmen kann, einfach weil man eine Threat braucht, um die zum Sieg zu schießen und die reicht. Oder halt, wo man so ein One-Trick-Pony wie Reanimator oder so hat, einfach interrupten muss. Mit darunter fällt halt auch der klassische Flusterstorm. Ja, haben wir den Flusterstorm noch als zusätzlichen Counter, gerade gegen Storm. Dafür ist der ja eigentlich auch da, beziehungsweise dafür ist das Design auch sehr, sehr praktisch. Kann man aber auch gegen sowas wie Miracles spielen oder so, wo halt Instants oder Sorceries, gerade halt um die Kreaturen deine Kreaturen loszuwerden, relativ relevant sind, einfach nehmen. Hydroblast habe ich auch drin. Einfach halt gegen sowas wie Moon, gegen sowas wie Burn. Manchmal, wenn man so einen Rotsplash irgendwo drin hat oder auf Krixis trifft oder so, dann sind die schon relativ gut. Früher zu Random Six Zeiten, damals im Krieg, halt auch sehr gut, weil der halt auch tatsächlich ein Point Removal ist. Der ist halt nicht nur ein Counter Magic, der ist auch ein Point Removal. Und das ist halt sehr, sehr gut, gerade bei den Blasts. Also die sind sowohl die Counter Magic als auch der Removal für irgendwas, was dich halt stört. Magmatic Sinkhole haben wir noch drin. Einfach, wenn Planeswalker drin sind, die sehr, sehr stark sind, so wie Oko oder so, um die rausnehmen zu können. Das Delph zwackt sich ein bisschen mit dem Dreadhaut Arcanisten. Das ist ein bisschen problematisch, aber wenn man das Deck ein bisschen gespielt hat, weiß man, zum Beispiel Force kann man immer rausdelven. Ein Daze kann man immer rausdelven. Theoretisch kannst du alles mit CMC 2 oder höher rausdelven. Plus halt die Länder, weil du brauchst es eh nicht. Du spielst keine Snapcaster, deswegen sind die Karten im Friedhof tot. Narset, ganz klar gegen lange Control-Matches. Ein Ding, damit der Gegner nicht so viele Karten ziehen kann, damit du das Handkarten-Battle gewinnst. Der Minus halt mal, wenn du zum Beispiel noch einen Bolt brauchst oder noch einen, weißt, da könnte noch was kommen, ich brauche jetzt einen Counter, kann man den mal nutzen. Null Rod, definitiv eine Karte gegen Death in Texas.
War früher ein relativ schlechtes Matchup für das Deck. Ist dank dem Arcanisten wesentlich besser geworden. Und Null Rod ist halt definitiv was gegen Death in Texas. Kann man auch gegen Matra nehmen und generell alles, was irgendwie, ja, was Artefakte benutzt halt oder Ausrüstung. Dann haben wir in Rot noch Blasts. Einmal die zwei Pyroblasts und einmal den Red Elemental Blast. Man kann auch drei Pyros spielen. Das kann einen halt mal zwicken, wenn eine Surgical Extraction kommt auf dem Pyroblast im Friedhof und du hast noch einen auf der Hand, bräuchtest den eigentlich. Das ist situativ. Dem Freddy, der entweder noch einen Deck-Tag macht oder schon gemacht hat, ist es schon passiert. Deswegen spielt man den Split eigentlich, aber muss man jetzt nicht. Ist halt auch wieder ein Point-Removal und ein Counter in einem mit CMC1. Das heißt, du kriegst auf dem, im Attacker auch sowas wie ein Oko los, du kriegst sowas wie ein Jace los. Eine gegnerische Kreatur bekommst du vom Hals. Das ist sehr, sehr angenehm zu spielen, weil es halt einfach sowas wie, ja, gefühlt wie ein DK ist, aber halt nur für blaue Kreaturen. CMC1 hat man schon gesagt, Surgical Extraction. Zwei Stück, klar, gegen Graveyard-Decks, also so die Klassiker wie Reanimator oder so, kann man die sehr schön reinnehmen. Mit dem Arcanisten halt auch sehr, sehr schön zu spielen, weil du hast nicht zwei, du hast vier. Und du kannst halt auch mal im Angriff irgendwas rausnehmen, wo du nicht weißt, ob das nachher noch gefährlich werden könnte. Gerade gegen Reanimator, sowas wie Faithless Looting oder so, wo du eigentlich, wenn du reagieren willst, nicht drauf spielen willst, aber wenn du zum Beispiel den mit dem Dreadhaut Arcanisten gerade angreifst und die rausnehmen kannst, auch immer um die Handkarten zu sehen vom Gegner, plus es kostet dich keine Leben. Und Gravehate dann abgerundet noch durch eine Tommen's Crypt, einfach nur um die, wenn du on the play bist, gegen so Decks einfach Turn 1 für 0 hinzulegen und eine Option zu haben, den Grave leer zu räumen, falls irgendein Graveyard Hate notwendig ist, falls irgendwas über den Grave passiert. Da halt auch wieder Reanimator, manchmal Storm. Definitiv eine Karte, die man boarden kann. Kommen wir nach den ganzen Mainboard, Sideboard-Gedöns mal zu Maybe-Karten. Das Deck hat relativ viele Maybe-Karten, die man spielen kann. Ist aber manchmal wirklich Geschmackssache. Ich fange mal mit Kreaturen an. Goblin Crater Maker ist definitiv eine Sideboard-Karte. Ist halt sehr, sehr schön gegen Show and Tell reinzulegen. Du kriegst den Imrakul vom Hals. Dann haben wir Sulfur Elemental. Ja, 3 Mana, Flash, Split Second und weiße Kreaturen bekommen plus 1, minus 1. Kann man in verschiedensten Decks gebrauchen. Kann man sehr gut gegen Death in Texas spielen. Dafür wird die auch meistens geboardet. Oder überhaupt ins Sideboard reingetan, was definitiv eine Sideboard-Karte ist. Dann haben wir noch so Karten wie ein Izzet Static Caster. Mit dem Flash Haste und dem Tap-Effekt, da du jeder enge Kreaturen Schaden schießt und jeder Kreatur mit demselben Namen auch. Halt einfach auch eine sehr, sehr schöne Option, um tokenlos zu werden, gerade wenn du gegen gegnerischen Pyromancer spielst. Gehen wir mal über zu den Nicht-Kreaturen-Karten. So. Blood Moon. Ist eine sehr, sehr schöne Karte zum Boarden. Kann man definitiv gut machen. Dadurch, dass man selber so 4 bis 5 Basics spielt, auf die man auch locker mal fetchen kann direkt am Beginning, also im ersten Zug oder im zweiten Zug, kann man sich dort auch leisten, da die Länder, gerade die Volcanics oder die Fetches mal mounten werden, weil 1-2 Blau reichen meistens. Eine Maybe-Karte fürs Mainboard, hatte ich eben schon erwähnt, ist der Fog Bolt. Der kann halt ein Chain Lightning ersetzen oder halt, wenn du nur einen zusätzlichen Bolt zu den Lightning Bolts spielst, weil der halt einfach auch mal 2 Kreaturen abschießen kann und meistens reichen 2 Schaden. Da ist der Chain Lightning mit seinen 3 Schaden meistens, ja, zwar wenn du den ins Gesicht gibst, also auf den Spieler spielst, besser, aber um das Board zu kontrollieren, ist der hier eine definitiv bessere Option. Sideboard und Mainboard, Maybe-Karte, ist Spellsnare. Countert halt ein Spell mit Mana-Kosten 2 fest für ein Mana. Counter Chalice of 1, Counter Talia, hat relativ viele Ziele tatsächlich, manchmal gar nicht. Vapor Snag ist eine Karte, die ich eher im Sideboard sehe, zumindest in der Liste mit dem Young Pyromancer. Ist eigentlich als Karte zu sehen, wenn du
mal so ein Point Removal für eine Kreatur brauchst, wo du eine Kreatur auf die Hand bouncen musst, mit dem zusätzlichen Effekt mit dem einen Schaden für den Owner. Der ist meistens relativ irrelevant, ist halt ein Ein-Mana-Bouncer. Noch eine Option-Karte, aber ein Artefakt ist der Winter Orb. Winter Orb ist halt eine Karte, die du einsetzt, wenn du weißt, du brauchst eh nur ein, zwei Mana und kommst damit gut klar. Und der Gegner braucht relativ viel Mana, benutzt seine Länder relativ rege, um den einzuschränken. Spiele ich relativ selten im Sideboard, weil ich da lieber andere Sachen spiele. Gibt relativ viele Listen, die den öfters mal im Sideboard spielen. Noch ein Klassiker, Piffing Needle. Einfach um Planeswalker anzusagen, der einen stört, um so was wie Bear Reanimator einen Grisselbrand anzusagen oder halt gegen Show and Tell einen Grisselbrand oder eine Sneak Attack anzusagen. Halt einfach um Effekte abzustellen, die einen stören können. So, dann haben wir noch zwei Länder. Das eine Land ist relativ neues. Das ist ein Mystic Sanctuary. Ein fetchbares Effektland, dass wenn du drei oder mehr Inseln kontrollierst, enttappt ins Spiel kommt. Und wenn es enttappt ins Spiel kommt, kannst du dir eine Instant oder Sorcery vom Friedhof oben aufs Deck legen. Ist eine super Karte fürs Sideboard. Mainboard, bin ich mir nicht so sicher, ob ich sie spielen würde. Im Sideboard aber definitiv eine Option, einfach mal, um nochmal einen Counter oben drauf legen zu können, End of Turn. Oder halt, wenn du Delver geflippt haben musst und es ein bisschen später im Spiel ist, dass du die drei anderen Inseln hast, einfach hergehen kannst da drauf fetchen, legst dir einen Spell oben drauf, der den Delver flippt und hast halt deinen Delver Flip sicher über einen Fetch. Ja, und dann haben wir noch eine Mainboard-Karte, das ist die Fiery Islet. Und wenn ich die spielen würde, würde es bei mir zum Beispiel das Prismatic Vista fliegen. Dafür nimmt man meistens das Fetchland raus, weil die Länderanzahl von den Ländern, die Actual Mana machen, ist relativ gesetzt. Ja, das war jetzt soweit auch zu den Maybe-Karten, die ich habe. Gibt da noch so Maybe-Karten wie zum Beispiel den Badlam Reveler, den habe ich jetzt aktuell nicht. Das ist eine Maybe-Karte, die kann man spielen. Ich habe ihn probiert, mir ist er ein bisschen zu clunky, gerade auch mit den Jutted Arcanisten im Mainboard ist das alles so ein bisschen tricky, weil der ja auch auf die Instants and Sorceries im Graveyard angewiesen ist. Aber ansonsten ist das hier so eigentlich so die Riege an Maybe-Karten, die man hat. Das war jetzt von mir soweit zum UR Delver. Ich hoffe, euch hat gefallen. Ich werde euch wahrscheinlich noch ein, zwei Mal bespaßen, wenn ich hier einen Hals nicht rumgedreht bekommen habe dafür, dass ich irgendwie so viele Pausen eingebaut habe. Yes! Alles klar. Grundidee von dem Deck ist eigentlich, wie bei jedem Delver-Deck, du Pfosten.